Moin Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Freue mich natürlich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Und heute zu einem Video, darauf habe ich lange gewartet, viel hingearbeitet und jetzt kann ich euch es endlich bringen und zwar meine Weekend League mit meinem RTG-Team. Vorab einmal kurz, ihr seht hier direkt das Spiel. Das liegt daran, ich habe leider vergessen, das 10. letzte Spiel aufzunehmen, weil ich war so in meinem Grind. Das heißt, ich habe jetzt hier nicht noch diese kleine Übersicht direkt gehabt. Ihr seht es aber schon, das Spiel ja, ging bis ins Elfmeterschießen und dann ist es mir zum Glück noch halt eingefallen, dass ich das ja aufnehmen wollte und habe es dann über die PlayStation-Taste aufgenommen und habe es jetzt praktisch nochmal nachher aufgenommen. Deswegen seht ihr das jetzt hier so ein bisschen wild, aber für euch ganz simpel. Ich stand zu dem Zeitpunkt 17:3. Das ist halt jetzt das Spiel Nummer 21 im Elfmeterschießen. Der Gegner hatte auch ein mega gutes Team mit Neymar, mit Mbappé und so weiter und so fort. Deswegen wollte ich euch das unbedingt zeigen, denn das war das einzige Elfmeterschießen, was wir hatten in dieser ganzen Weekend League. Und naja, jedenfalls mein RTG Highlight Weekend League Video. Ihr seht jetzt gleich nochmal mein Team. Also wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen zeitversetzt. Ihr seht schon, ich habe zum Beispiel Lukas vorne. Über den habe ich euch auf jeden Fall einiges zu berichten. Den fand ich super mega geil, das muss ich sagen. Das war eigentlich absolut einer meiner Lieblingsspieler in dem Team. Also hier jetzt nochmal, ich stehe jetzt halt, weil ich das Everschießen gewonnen habe, 18:3. Wie ich finde, sehr, sehr gut mit dem RTG-Team. Das Team seht ihr hier nochmal. Ich hatte ja unter anderem Luis Suarez gezogen, deswegen konnte ich mir noch Lenglet leisten, konnte mir noch Lukas holen. Das war wirklich sehr ordentlich, also das Team war okay, aber man hat gemerkt, ich stand glaube ich irgendwie 15:0 oder so und ab dann switcht halt immer so das Matchmaking. Das ist ja das, was ich euch auch immer sage bei meinem Xbox-Account, ab dann hat man es halt ganz oft, dass man nur noch gegen Leute spielt, die halt auch 13:2 oder so, 14:1 oder irgendwie 12:3 oder so stehen. Also auch gegen, ich sag mal eher die Elite der FIFA-Spieler und das habe ich halt auch gemerkt, es wurde halt bis dahin, war es halt, ich sag mal, relativ einfach. Ich habe sehr viele Spieler relativ locker auch gewonnen, aber ab dann wurde es halt extrem schwer und das seht ihr halt auch an den gegnerischen Teams, dass teilweise da es schon ziemlich heftig war. Aber ich will mich natürlich überhaupt nicht beschweren, sondern es war für mich einfach sehr, sehr gutes Training, auch mal mit einem nicht so starken Team zu spielen. Klar habe ich dann auch meine ein, zwei Spiele dann noch verloren, logischerweise. Aber im Prinzip lief das alles sehr, sehr gut. Und ob wir dann Elite erreicht haben und wie hoch, das seht ihr dann jetzt natürlich im Laufe des Videos. Ihr wollt sehr wahrscheinlich wissen, wie ich mein Team fand. Und ich kann jetzt einfach mal so ein bisschen durchgehen. Ich fange einfach mal vorne an mit im Sturm. Also ich habe ja wieder in der 4-4-2 gespielt, vorne im Sturm. Rashford und Lukas, ich sag's euch, die waren überragend, die beiden. Also mit Rashford habe ich ja sowieso schon sehr viel gespielt, auch in meinen Division Rivals spielen und so. Da habe ich euch ja schon gesagt, dass ich den extrem gut finde. Zwar sehr teuer, ja, aber auch extrem gut. Der hat immer noch seinen Job super gut gemacht. Aber wer so ein bisschen so der MVP war in der ganzen Weekend League, war auf jeden Fall Lukas. Ich habe ihn ja geholt für so 65.000 und habe dann direkt meine ersten Spiele gemacht. Ich glaube, er hatte nach 10 Spielen irgendwie schon 23 Tore oder so. Die ersten 10 Spiele, habe ich euch auch schon gesagt, waren ein bisschen einfacher. Und jetzt hat er nach 28 Spielen gehabt, irgendwie, ich glaube, 45 Tore. In der Weekend League war das eine überragende Quote. Und das für so einen 83er Stürmer, ihr seht das auch ganz oft, der hat so viele wichtige Tore bei mir gemacht. Hier seht ihr jetzt gerade in dem Spiel sogar 2 Tore von Eden Hazard. Nicht wundern, ich habe mir den natürlich nicht gekauft oder so. Ihr seht es auch da nochmal, das war die Leihkarte, die ich über diese Season Objective-Dinger da holen konnte und in den extrem spannenden Spielen, so wie jetzt hier in der Verlängerung und wenn ich dann noch ein Tor brauchte, dann habe ich den hin und wieder mal reingetan, genauso wie auch in den letzten Spielen dann Paul Pogba, weil dafür gibt es ja die Leihspieler und warum sollte ich es nicht benutzen, in der RTG macht ja nicht so viel Sinn. Alle anderen Spiele habe ich natürlich ganz normal mit meinen, ich sag mal, 0815 Spielern gespielt und ich muss sagen, wen ich sonst überhaupt nicht gut fand, war unter anderem Philippe Anderson. Der fand ich, das war eine absolute Katastrophe. Das muss ich euch jetzt einfach hier mal so sagen. Nichts gegen den guten Philippe. Aber der hat in 30 Spielen bei mir 3 Tore geschossen. Ja, hier. 1, 2, 3. In 30 Spielen als mein Linksmittelfeld. Ist so, dass ich relativ viele Tore teilweise schieße. Wie gesagt, auch in den ersten Spielen halt, habt ihr es ja schon gesehen, an den Stats von Lukas, er hat einfach nie das Tor getroffen. Ich habe irgendwann, dachte ich mir so, ich muss das doch irgendwie verändern. Aber ich hatte ja dann auch noch Tejes als LV und es ging dann irgendwie nicht so ganz, weil ich brauchte eigentlich diesen brasilianischen Linksflügel aus der Premier League. Da gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Aber zur nächsten Weekend League, wenn ich das dann nochmal spiele, dann wahrscheinlich kann ich euch schon mal sagen, nicht mit Philippe Anderson. Er ist eigentlich
Er hat eigentlich eine sehr gute Karte. Ich persönlich kam damit aber absolut überhaupt nicht klar. Und naja, wen ich sonst noch richtig stark fand, war auf jeden Fall Militao. Überragende Karte, auch für 20, 25.000 Münzen kann ich euch nur empfehlen, den zu kaufen. Und auch Semedo. Das ist auch, finde ich, einer meiner Lieblingsrechtsverteidiger. Den spiele ich ja sogar auch in meinem Main-Team wegen Messi. Und den habe ich jetzt sogar auch hier nochmal gespielt. Den fand ich wirklich richtig, richtig gut. Also Semedo ist, finde ich, einer der besten Rechtsverteidiger bis jetzt, die ich gespielt habe. Weil er einfach so super schnell ist. Er hat eine Medium-High-Worker, das ist überragend. Und ich weiß nicht, der macht einfach da seinen Job. Und ich meine, darum geht es ja im Endeffekt. Und so, ja, lief es dann jetzt deutlich besser. Ich hatte ja eben noch ein Spiel verloren. Jetzt stand ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 20 zu 4 oder 20 zu 5. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall waren wir auf einem sehr guten Kurs in Richtung Elite. Und das war auf jeden Fall das Ziel. Mir war klar, dass ich jetzt hier nicht 28, 29, 30 Siege hole. Vor allem nicht auf der PlayStation. Da bin ich ja sowieso immer noch mal ein bisschen schlechter. Und in der Wiki League macht das halt schon einen Unterschied. Sage ich euch ganz ehrlich. Und vor allem auch das Team mache ich euch nichts vor. Ich will euch ja nur zeigen, man kann mit dem Team trotzdem in die hohen Ränge kommen. In die Top 100. Dafür muss man schon. Also dafür muss schon alles passen an seinem Wochenende. Dafür muss man auch seine absolute 1-Plus-Leistung abliefern. Das ist wahrscheinlich trotzdem möglich. Haben ja auch schon ein paar andere E-Sportler hinbekommen. Mit so einem 200, 300k-Team in die Top 100. Ich habe das in dieser Woche nicht geschaut, aber es war halt auch die erste Woche von dem neuen FIFA. Ich habe nebenbei noch auf der Xbox gespielt, von daher habe ich mir eh nur vorgenommen, komm irgendwie locker in Elite, dann kriegen wir sehr gute Packs und ich kriege auf jeden Fall 100, 150, 200k safe. Das war auf jeden Fall mein Ziel. Das kann ich auch schon mal vorwegnehmen, das haben wir auch erreicht, denn die anderen Spiele liefen jetzt sehr, 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 sehr gut und im Prinzip muss ich sagen, ich habe gar nicht so einen krassen Unterschied gemerkt zwischen meinem RTG-Team und meinem normalen Pay-to-Win-Team. Viele von euch fragen sich ja immer, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, wie krass ist denn so der Unterschied? Also ich würde gerne jeden von euch einfach mal mit meinem Pay-to-Win-Team spielen lassen würden. Eine Weekend League. Ist logisch, dass es das nicht funktioniert. Aber einfach, dass ihr mal sehen könnt, natürlich ist da ein Unterschied da. Aber das Team macht einen auch nicht zwei, drei Ränge besser. Also ich würde behaupten, in ein paar Spielen, es ist logisch, habt ihr wahrscheinlich eine deutlich bessere Chance. Das heißt, wenn ihr normalerweise so ein Gold 2 Spieler seid, kann ich mir gut vorstellen, dass ihr mit dem Team auf jeden Fall mal in Gold 1 oder so kommt, dass ihr die 2, 3 Spiele mehr gewinnt. Aber ich würde behaupten, viel mehr nicht, weil das Team ist halt wichtig. Aber gerade auch so Spieler so wie Lukas, ich habe gemerkt, die waren so unfassbar gut, auch teilweise vor dem Tor und halt so richtig überpowered. Ich meine, ich habe natürlich jetzt auch Spieler, ich habe jetzt keine 75er Spieler, sondern ich habe ja trotzdem sehr, sehr gute Metaspieler in FIFA, auch wenn sie jetzt nicht so die teuersten sind. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel das gegnerische Team, Erte Kräuf und so, absolut krank. Also ich habe jetzt auch natürlich keine schlechten Spieler und ich habe natürlich, also man merkt schon den Unterschied, ob da jetzt so ein Abidal steht im Mittelfeld oder ein Hullet, aber im Prinzip fand ich, hat sich der Unterschied in diesem Jahr bisher relativ. Es hat sich relativ ausgeglichen. Also ich war ja eigentlich immer unterlegen mit meinem Team und auf meinem Xbox-Account war ich eigentlich immer mit meinem Team überlegen. Ich habe das aber nicht so krass gemerkt in-game. Also ich habe jetzt nicht so krass einen Vorteil oder auch einen Nachteil gespürt, sondern ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dieses Jahr kann man halt sehr, sehr gut mit so einem 100, 200, 300, 400k-Team trotzdem gegen diese extrem krassen Teams gewinnen, weil die Spieler sind halt trotzdem sehr, sehr gut. Also ihr dürft mich da jetzt nicht falsch verstehen. Klar, es ist so ein Mbappé und so ein Neymar. Ich sag mal, wenn aber die so 10 von 10 sind, ist San Lukas aber trotzdem meiner Meinung nach irgendwie ja so knapp 8 von 10. Weil, also man hat nicht diesen großen Unterschied. Ich denke, dass ihr so ungefähr nachvollziehen könnt, was ich halt damit sagen will. Und ich fand, es hat einfach extrem viel Spaß gemacht. Natürlich, es war nicht einfach. Ich hatte auch mal Gegner, die hatten dann ein ähnlich starkes Team. Aber im Endeffekt kam ich auf 23 Siege und 5 Niederlagen. Ihr denkt euch jetzt, hör, warum hast du nicht mehr weitergespielt? Ich hätte noch auf die 25 Siege gehen können. Dann hätte ich noch Elite 2 erreichen können, dann hätte ich aber nur 30k mehr bekommen. Im Endeffekt dürft ihr mir nicht böse sein, ich habe es dann nicht mehr gespielt, weil ich habe dann in einem ganzen Wochenende insgesamt 58 Spiele gespielt. Auf die beiden hatte ich dann jetzt nicht mehr so wirklich unfassbar Lust. Und dann dachte ich mir, komm, machst du jetzt mal einen etwas ruhigeren Sonntagabend, spielst jetzt nicht noch die beiden Spiele. Ich hätte nämlich extra dann noch meine PlayStation anmachen müssen und ich wollte mich nicht wieder aufregen. Und ich dachte mir, ich bin mit dem Ergebnis 23:5 wirklich voll zufrieden, das passte. Zumal wir hatten auch ein, zwei Spiele, die haben wir verloren. Das war absolut crazy. Also wir hatten natürlich auch ein, zwei Spiele, die waren ein bisschen glücklich gewonnen. Ich glaube, da habt ihr auch immer da noch die Stats gesehen. Insgesamt denke ich, gehen aber auf jeden Fall die 23 oder bis 25 Siege ungefähr
völlig in Ordnung. Damit bin ich sehr zufrieden, gerade mit dem RTG-Team. Wir können jetzt unser Team nochmal heftig upgraden. Wir kriegen ja 70.000 Münzen, ein Elite-Set, also diese drei Informs, ein 100k-Pack, unsere Division Rivals Rewards. Das wird auf jeden Fall mega nice. Das Video seht ihr dann natürlich am Wochenende und ja, ich würde behaupten, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet, Elite mit dem RTG-Team. Ich fand das top und ja, ich bin raus, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, Leute, haut rein und ciao.